Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. Es ist soweit, die 5-Euro-Überraschungsshow fängt genau jetzt an. Jetzt ist die Zeit, wo Sie aufpassen müssen, weil wir jedes Produkt hier in der nächsten halben Stunde auf 5 Euro runtergesetzt haben. Und jedes Produkt dürfen Sie 5-mal bestellen, außer wir sagen was anderes. Und Sie sparen, egal was Sie bestellen, richtig Geld. Wir wissen nicht, was kommt. Die Einzige, die weiß, was kommt, ist unsere Diana. Und die rufen wir jetzt mal mit unserem Buzzer. Gerade die Treppe hochgestolpert und jetzt schon wieder Ladylike. Wie machst du das nur? So, mit was fangen wir denn an? Mit einer LED-Stirnlampe. Oh ja. Was haben wir hier? So. Was mag das sein? Ich glaube, es ist eine Taschenlampe. Ja, für die Stirn. Und die hat 3 verschiedene Stufen, sehe ich hier. Ja, ja. Also eine LED-Stirnlampe. Erinnert mich jetzt wieder mal an die Joggergruppe, die hier gerade so im letzten Winter immer hier, ich glaube immer dienstags und donnerstags sind die gelaufen. Richtig. Und jeder von denen, wirklich ausnahmslos jeder, das war eine große Gruppe, ich weiß nicht, 8 oder 10 Leute oder sowas alles. 12. Jeder, 12? Mhm. Ja? Ja. Warst du dabei? Ich bin dabei. Ach so. Jeder von denen, also auch Diana. Wieso erzähl ich, wenn du dabei warst? Mit mir 13. Mit dir 13? Du warst der 13. Ja. Oha. Letzte. Hast du die 12 Mal eingeladen, oder was? Diese ganze Joggergruppe hatte eben so eine Stirnlampe drauf. Zum einen, logischerweise, konnte man sie deutlich besser erkennen. Und zum anderen haben die Jungs und Mädels natürlich auch ein bisschen was gesehen. Ja, gerade so im Dunkeln, wenn man da abends unterwegs ist, gerade hier so ein bisschen am Feld vorbei und so weiter. Da kann ja gerade dann auch mal in den Wintermonaten eine ganze Menge auf dem Boden liegen. Da kannst du sowas hervorragend gebrauchen. Grundsätzlich immer dann, wenn man ein Licht braucht, an einer ganz bestimmten Stelle, auch zum Beispiel hier beim Auto reparieren, beim Fahrrad reparieren, wie auch immer. Und du brauchst trotzdem beide Hände frei und eine vernünftige Lichtquelle. Ja, oder mal abends so mit dem Hund ausgehen. Mhm. Ja. Passt für alle Kopfformen. Und dann haben Sie eben dieses Licht dabei, was Ihnen dann eben das leuchtet. Und Sie haben beide Hände frei. Sie können mit dem Hund spazieren gehen und dann immer gucken, wo hat es jetzt hingemacht, dass ich es aufsammeln kann. Sehr praktisch. Sieht auch super elegant aus. Sehr kleidsam. Kann man auch hier noch in verschiedenen Neigungen machen. Und hier an der Seite, schauen Sie mal, das kann man in verschiedenen Helligkeitsstufen einstellen. Nee, der Mann ist Hals-Nasen-Ohrenarzt. Ich bin Hals-Nasen-Ohrenarzt. Deswegen leuchtet er auch in den Himmel. Ja, also so von unten nach oben. So, ja. Also man hat beide Hände frei und ist trotzdem bestens ausgeleuchtet. Und die sitzt richtig gut, ne? Mhm. Ja. Durch diese Gummibänder hält das sehr, sehr gut. Schneidet nicht ein, sieht sehr gut aus, finde ich. Also dir steht das ausgesprochen gut, Diana. Ja, auch. Danke. Also es trägt sich sehr angenehm, ne? Und gerade beim Sport, beim Joggen bleibt das dann eben auch im Kopf. Kann man richtig. Oder einfach, wenn du gehst mit Hund spazieren, auch kann gut sein, oder? Ja, ja, ja. Bei einem Agentenverhör kommt das auch mal ganz gut. Beim Agentenverhör. Ja, was haben Sie gestern Abend um 7 Uhr gemacht? Das kannst du böse gucken und gleichzeitig ausleuchten. So in die Augen rein. Komm hier, mein Schatz. Jetzt bräuchten wir unseren Aufziehschuh. Wieso? Aber, ne? Das ist ein Zweierset? Nein. Das ist tatsächlich ein Zweierset. Das ist ein Zweierset. Nein, das ist ein für Zweierset. 5 Euro. Wieso sehe ich das denn jetzt erst? Ein Zweierset. Du musst beleuchtet werden, Carsten. Was für ein Glück, dass mir das aufgefallen ist. Ja, genau. Dankeschön. So, ja. Jetzt kannst du es sehen. So, ne? Jetzt kann ich das sehen. So, der Heiner aus Bitterfeld-Wolfen schreibt übrigens, ich nutze die Stirnlampe zum Lesen von Büchern im Bett. Bei Reparaturen in dunklen Ecken ist es eine große Hilfe. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es bei Auslieferung aller Art im Dunkeln sehr hilfreich ist. Zum Fahrradfahren sollte man es nicht nutzen. Zum Lesen? Ach, zum Lesen abends im Bett? Ja, guck mal. Optimal, ne? Ja, warum nicht? Dann du störst deine Partner nicht mehr, mit diesem großen. Das ist genial. Kann ich super lesen? Ja. Ist immer optimal. Kannst du vorstellen, ich liege so im Bett? Und egal, wo ich hingucke und lese. Ja. Was liest du denn dann? Das ist Bedienungsanleitung klassisch. Vom Videorekorder oder so. Kinderbilder. Ein Perlkatalog. Das ist sexy. Ja. Wenn Sie möchten, so sexy sein. Aber Zweierset für 5 Euro, das ist wirklich schön, ne? Also das Zweierset für 5 ist ein Knaller. Ich finde eine alleine schon für 5 Euro großartig. Aber das Zweierset ist natürlich noch viel besser. So, und der Ulrich weiß das auch zu schätzen. Der kommt aus Neunkirchen. Die Leuchte benutze ich, um beim Modellbau die Hände frei und die erforderliche Beleuchtung zu haben. Dabei ist die Leuchte eine wertvolle Unterstützung. Klar, alles das, was du auch mal gerade in so einem kleinen Bereich gut erkennen musst, da brauchst du ein vernünftiges Licht und trotzdem hast du deine Hände frei.
So, das Zweier-Set mit der Bestellnummer NX9526 und die 569. NX9526 und die 569, bitte die 569 nicht vergessen. Sie wissen, dann wissen die Kollegen im Service. Vielleicht Center. Auch ein super Geschenk für kleine Kinder oder so, ne? Die haben ja Spaß dann unter der Bettdecke, in ihren Zelten. Ich habe früher mit der Taschenlampe immer Mickey Mouse Hefte unter der Decke gelesen. Mit einer Glastür zu meinem Zimmer wohl gelernt. Danke sehr. Bitteschön. Und ich hab echt immer gedacht, das wäre nie aufgefallen. Mir ist ja gar nicht aufgefallen, dass da eine Glastür drin war. Ja. Wir haben was Elektrisches fürs Büro, sehe ich hier. Was Elektrisches fürs Büro? Och. Das sind die elektrischen Bleistift- oder Buntstift-Anspitzer. So, hier. So, einmal, zweimal. So, macht stumpf, ist wieder spitz. Kann ich auch Moment, Stift warte, ich habe hier was zum Spitzen. Moment, ich habe was zum Spitzen. In mein Büro. Schau mal, so. Ich mache den mal richtig platt hier noch. Das kann ich auch. Jetzt ist er richtig gut. Stumpf. Ja. Und? Machen wir Wettspitzen? Deiner muss aber auch so stumpf sein. Wie der ist ja stumpf. Guck mal. Wow. Guck mal hier. Boah. So. Das geht echt schnell. Spitz und scharf. Spitz. Der ist super, der schafft also alle Stifte mit der Standardgröße hier. Egal, ob das ein Bleistift, ein Buntstift, ein Schminkstift ist. Ja, auch für Kajal. Bin ich beeindruckt. Für Lippenkajal oder für Augen auch, für Frauen sehr guter Stück. Weil normalerweise diesen kleinen, du musst immer das manuell machen. Ja. Und natürlich überall der Dreck rum. Ja, das stimmt. Bei mir immer dreckig alles. Aber hier wirklich schön. Oder für Leute, sie malen auch viel, ja? Mhm. Wie unsere Redakteurin Daria zum Beispiel. Sie malt auch viel und sie nutzt auch diesen, wie heißt das? Anspitzer. Diesen Bleistift-Anspitzer. Wirklich schön. Und sieht cool aus, ne? Ja, ja. Was ist hier? Brauchen wir Batterie? Wir brauchen hier eine 4-Batterien-Typ Doppel-A. Oh ja. Und dann ist es ein elektrischer Spitzer für Bleistifte, Buntstifte. Mit ein hochwertiger Fräser ist da drin und ein Autosensor. Das heißt, der geht automatisch an, wenn Sie den Stift reinstecken. Der Tim aus Brunsbüttel schreibt, der Anspitzer ist leicht in der Bedienung und hat ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Natürlich, 5 Euro. Für 5 Euro bekommen Sie hier einen elektrischen Bleistift-Anspitzer mit der Bestellnummer NX5761 und der 569 können Sie auch bis zu 5 Mal bestellen. Es ist irre, was wir Ihnen hier für 5 Euro anbieten können. 5 Euro für diesen tollen Bleistift-Anspitzer, der kostet normalerweise 15, sehe ich hier, zur UVP. Heute bei uns in der 5-Euro-Show nur 5 Euro. Der Preis gilt übrigens für 2 Stunden, bis zu 2 Stunden nach Ausstrahlung. So lange haben Sie Zeit, Ihr Angebot zu sichern und uns anzurufen und diesen tollen Bleistiftspitzer oder die Lampe zu bestellen. Das ist großartig. Nur mal fürs Protokoll und für mich zum Staunen. Du kannst von hier aus kannst du die unverbindliche Preisempfehlung in unserer Grafik erkennen. Ja, natürlich. Du nicht? Nein. Du hast auch schon mal eine Brille aufgehabt hier. Ja, habe ich auch. Aber ich liebe das. Oh, das ist dieser Dynamo-Wasserhahn-Aufsatz. Ja, ja. Nicht für Kinder. Für alle. Ich liebe das. Aber für Kinder, das macht Spaß. Und auch zum Beispiel, wenn Kinder waschen die Hände. Sie können nie verstehen, wo ist kaltes Wasser, wo ist heißes Wasser. Und hier, guck mal, mit diesem Licht, du verstehst, also blau, das ist kalt, ne? Ja. Was, zeig mir, das ist, steht bei dir. Zack. Grün ist genau richtig und rot ist dann heiß. Und das ist ein Licht, was da drin ist, was über den Wasserstrahl angetrieben wird. Das ist wie so ein Dynamo beim Fahrrad. Ja. Hier wird das durch ein Licht, durch den Wasserstrahl gemacht. Und das macht dann, weil das eben auch genau diesen Wasserstrahl beleuchtet, sieht das so aus, als wenn da blaues Wasser, rotes Wasser oder grünes Wasser rauskommt. Pass auf alle Wasserhähne und das ist nicht nur für Kinder, die an. Mhm. Ich liebe diese Dynamo. Verstehst du auch nicht, wo es kalt ist? Nein, für Kinder ist es natürlich toll, weil es überhaupt leuchtet. Was für ein Spaß. Damit was waschen heißt, sich cool Kinder das, dann. Das heißt, wie cool das ist. Aber 5 Euro, das ist Wahnsinn, oder? Ja. Für diesen Preis. Und sieht cool aus, so glanzt. Chrom. Also ist schon eine richtig praktische Angelegenheit. Für Badewanneneinlass praktisch, weil Temperatur farblich erkennbar beim Einlassen. Aha. Sagt uns die Renate aus Senftenberg. Frau badet gerne. Es ist nicht nur, liebe Grüße an dieser Stelle. Oh. Es ist nicht nur ein Hingucker, sondern erspart auch eine Lampe beim kurzen Händewaschen. Ah. Ja.
sagt der Hubert. Und der Max ganz praktisch. Bitte? Tee. Tee. Bitte? Du magst Tee und du guckst, wie hot ist das. Ach so. Ja, kalten Tee mag keiner. Aber okay. Ist natürlich auch toll. Eistee. Das stimmt auch wieder. Siehst du? Ich rede also auch wieder. Also Sie können ein bisschen... Ja, das hättest du erkannt, ob es kalt oder heiß oder warm. Ich halte mal den Finger ran. Ach so. Hast du so einen Perlator? Mit Perlativik. Aber für Kinder ist es natürlich toll, weil damit macht Händewaschen richtig Spaß. Damit werden wieder Hände richtig gewaschen. Das ist ja sonst manchmal ein Problem. Hast du schon die Hände gewaschen? Vorher gibt es nichts zu essen. Muss ich noch Hände waschen? Das ist jetzt. Ich habe schon gestern gewaschen. Standard ja, gestern. Ich habe sie mir doch vorgestern erst gewaschen. Moment, ja. Alles klebt fest. Hier sehen wir es auch mal mit diesem grünen Licht. Das sieht richtig scharf aus. Hört jetzt mal an. Also richtig cool. Dieser passt auf jeden handelsüblichen Wasserhahn drauf. Und hier, sobald man das Ganze auf heiß dreht, zack, wird das Ganze rot. Rot, grün und blau. Auf jeden Wasserhahn, auf Duschwanne haben wir gehört, ne? Ja, ja. Das ist natürlich auch eine coole Sache. Ja, wenn du Wasser in der Badewanne oder was einlässt, kannst du an das Ding dran machen, kannst du sofort sehen. Ah, passt nicht. Das passt nicht. Cool, so. So, oha, da leuchtet was. Und zwar ganz wild sogar. Und das bedeutet, wir haben einen Preisalarm. Wir müssen grundsätzlich an dieser Stelle ein Stück weit zurückrudern. Sie können jeden Artikel in der 5-Euro-Show bis zu 5 mal bestellen. Achtung. Nur den Preisalarm bitte nicht, den nur einmal pro Besteller. Und ich habe hier irgendwas Schweres in die Hand bekommen. Oh. Und jetzt weiß ich auch, warum das schwer ist. Denn das sind unsere richtig coolen Betonlampen, die wir hier haben. Und die sind mal richtig klasse. Schwer deswegen, weil es nicht nur eine Lampe ist, sondern eben auch ein echter Betonsockel. Und die finde ich gerade so in diesem Industriestyle richtig cool gemacht. Also die sind richtig, richtig schön. Und werden mit USB-Dauerstrom betrieben, oder was? Ja, ne? Oder? Gehen die so an? Ne, gehen auch so an. Akku haben sie auch. Akku haben sie auch. Ja, 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 ja. Ich gebe dir auch mal einen rüber hier. Vorsicht, schwer. Ach so, nee, die gehen mit Batterien oder USB. Ach so. Also mit beiden geht das. Mit USB-Batterie. Eine USB-Batterie, genau. Aha. USB oder Batterie, Carsten. Ja. Und das, die Glühbirne an sich ist schon der Hammer. Die sieht nämlich so aus, als hätte sie einen richtigen Glühdraht drin, ist aber LED. Und das Ganze hier in diesem Industriedesign auf diesem Betonsockel ist natürlich ein echter Hingucker. Das ist ein richtig tolles Deko-Element hier. Das passt auch überall hin. Das ist echt schick, ne? Das ist wirklich modern und ich finde auch cool, dass es Plastik, das bedeutet, dass es hält eine Weile. Das kann aber umkippen oder so. Ja, es geht nicht gleich kaputt. Kaputtlos. Ja, für mich, das ist perfekt. Weil bei mir alles ist kaputt schon. Aber wirklich, das sieht super aus und für 5 Euro, also ich habe in einem Laden das gesehen, das kostet 19 Euro etwas. Ja. Also das ist wirklich ein Trend jetzt. Ja. Und für 5 Euro, Sie müssen natürlich schnell sein, bestellen Sie jetzt, weil normalerweise bei Prodi haben wir schon Preis knapp 10 Euro, was finde ich schon super, super günstig. Aber heute, Sie sparen noch mehr, also 50%. Also bitte, bitte schnell sein. Ja, haben wir den Preis mal eben locker halbiert. Ich finde es fast schade, dass wir den Preisalarm haben. Stimmt. Weil, ganz ehrlich, also eine ist schon gut, logischerweise mal so als Blickfang, gerade mit diesem Betonsockel. Aber auch mal zwei, so einer rechts, einer links auf dem Nachttisch, wäre beispielsweise auch mal cool. Oder mal auf dem Sideboard oder sowas. Ja. Aber ist wie gesagt ein Preisalarm, bitte nur einmal bestellen. Aber das Ding ist also wirklich fantastisch hier. Also schön, schön, schön schwer, logischerweise ist ein Betonsockel. Im oberen Teil ausgesprochen robust. Dann entweder mit Batterie oder hier mit USB-Dauerstrom, je nachdem, wie man das haben möchte. Kabel ist mit dabei. Sieht einfach nur klasse aus und passt sicherlich in eine rustikale Einrichtung, so als Stilbruch so ein bisschen. Ja, ja. Oder eben auch, wenn man modern eingerichtet ist, gerade mit diesem Grau. Wir haben das Thema mit dem grauen Verdunstungsluftkühler auch. Da fragen unsere Kunden nach. Das sieht natürlich einfach klasse aus. Super. Der sieht richtig, richtig schick aus. Ich finde das, wie diese Glühbirne hier gemacht ist, das ist so super schick. Das sieht also wirklich so aus, als wären hier Glühdrähte drin, ist aber LED. Das wird so von unten bestrahlt und dadurch haben wir diesen Effekt. Schauen Sie mal, wie schick das aussieht hier. Die Deko-Tischleuchte ist unser Preisalarm. Sie sparen übrigens 15 Euro zur UVP und 5 Euro zum Pearl.de-Preis oder Katalogpreis. Der Preis gilt 2 Stunden. Das ist ein absolutes Must-Have hier, so eine schöne Designlampe. Ja. Die haben wir auch nicht oft. Und in der 5-Euro-Show habe ich sie, glaube ich, noch nie gesehen hier. Nee. NX3219 und die 569 ist die Bestellnummer. Sie können übrigens so oft anrufen, wie Sie wollen. Wir sammeln all Ihre Bestellungen. Sie zahlen nur einmal Versandkosten.
Also wenn Sie was sehen, rufen Sie am besten sofort an und dann können Sie Besitzer dieser tollen, tollen Lampe sein. In wenigen Tagen ist sie dann bei Ihnen. Preisalarm wird auch schnell ausverkauft sein, denke ich immer bei sowas. Mhm. Da muss man also schnell sein. Die Preise gelten 2 Stunden, aber wenn Sie wirklich sicher sein wollen, sollten Sie schnell anrufen. Also bei so einer Preisersparnis, so einem coolen Deko-Objekt. Als Preisalarm, ne? Ja, also selbst wenn Sie es nicht brauchen, als Geschenk macht sich sowas immer hervorragend. Ja. Nur mal als kleinen Gedanken. Licht kann man immer gut verschenken. Licht kann man immer sehr gut verschenken. Diana macht das sehr gut heute. Ja. Hi. Hi. Vielen Dank. Vielen Dank. Was haben wir denn? Ups. Ach, das ist. Ich weiß, was es ist. Das ist ein TV-Simulator. Ein TV-Simulator? Ja. Das ist cool. Also zum Beispiel, wenn du gehst zum Urlaub, ja, dann niemand kommt, also von draußen, das sieht so aus, dass du bist zu Hause, du guckst Fernsehen, ne? Ja. Das passt zu dem Zuschauersimulator, den wir letzte Woche hatten. Glauben Sie, Carsten, kein Wort, wir hatten nie einen Zuschauersimulator. Das ist eine Lampe, die leuchtet bunt in verschiedenen Farben und wechselt die auch. Wenn das im Dunkeln angeschaltet ist und jemand von draußen reinguckt, dann denkt man, da guckt jemand Fernsehen. Guck mal. Das sieht doch wirklich so aus, als wenn jemand Fernsehen guckt. Ein Fernsehbild, jetzt, nicht wenn du jetzt drei Stunden ein Programm schaust, wie so ein Doku über den Regenwald, das ist alles grün. Ja. Aber normales Fernsehprogramm wechselt ja auch immer. Es sind unterschiedliche Lichtverhältnisse, unterschiedliche Farben. Ja. Das sieht nicht so ein bisschen so nach Nachrichten aus, finde ich. Oder das eher das Helle. Das war Fußball eben. Ja, grün ist das Konzert. Prodigy. Prodigy. Bitte? Kennst du Prodigy? Das ist aber schon 20 Jahre her. Ja. Was, Prodigy? Prodigy, die Band. Ja, ja. I'm a Firestarter, genau. Ein Fernsehsimulator für 5 Euro. Nicht. Wie kommst du denn auf? Egal. Wir sind zu jung. Die ist richtig, richtig klasse und sehr, sehr hilfreich, gerade jetzt zur Urlaubszeit. Machst du eine Zeitschaltuhr dran oder was? Und machst die vielleicht so, dass die eben abends angeht. Ich sag mal, wenn die mittags um 1 angeht, macht das jetzt wenig Sinn. Aber gerade gegen Abend, wenn dann so die Dämmerung dazu kommt, dann sieht man dieses Lichtbild selbstverständlich. Ja? Man fragt ja auch mitunter schon mal die Nachbarn, hör mal, machst du zwischendurch mal die Rollade rauf und runter? Ja, also das simuliert quasi, dass der Hausherr ganz einfach zu Hause ist. So, und wenn von draußen einer reinschaut und sieht, da ist der Fernseher an, dann würde wahrscheinlich keiner auf die Idee kommen, dass das ein Simulator ist. Und der Hausherr im Urlaub. Kleines Geld macht, was es soll, sagt auch der Felix aus Zelle. Und Sie können auch gerne mehrmals zugreifen hier, bis zu 5 Mal. Übrigens, wenn Sie das möchten, mit der NX 8140 und die 569, fände ich beispielsweise für Wohnzimmer und für Schlafzimmer sehr interessant. Ja. Mit einer Zeitschaltuhr dran, mit unterschiedlichen Zeiten. Ja. Nee, es sieht ja wirklich so aus, als wenn jemand zu Hause wäre und Fernsehen schaut. Ja. Jetzt für einen Urlaub ideal, weil da denkt jeder, da ist jemand zu Hause, da breche ich jetzt ganz bestimmt mich ein. Ja, ganz genau. Das ist der böse Ingo, der haut mir ein paar über den Kopf, wenn ich da einbreche. Ich gucke aber erst, ob jemand Fernsehen guckt. Ja. Wir machen weiter. Also das war jetzt ein echtes Saisonprodukt, weil ja jetzt wirklich alle in Urlaub fahren. Ferienzeit. Ich glaube, 5 Monate am Ferien. Ich war schon, aber ich gehe schon wieder. Was? Wann fährst du denn? Weiß nicht. Wieso brummt dieser Karton? Ein bisschen. Ich höre das auch brummen. Kann ich dir gleich sagen. Oh. Komm mal schneller auf, wir haben nicht so viel Zeit. Ich weiß schon, jetzt hat es aufgehört. Ich muss das schon genießen ein bisschen. Komm. Wellness für zu Hause. Oh ja, Freunde, jetzt wird es richtig wellnessmäßig. So, das ist unser Massage-UFO, oder wie heißt das? Ein Mini-Vibrations-Massagegerät mit 3 Köpfen und LED-Beleuchtung. Da kann man sich mal ganz einfach selber die Schulter massieren, die Beine, die Waden. Das ist wirklich unglaublich. Das liegt richtig toll in der Hand. Und da kann man richtig fest draufdrücken. So, jetzt oder Sie auf, lassen jetzt sich von Ihrem Partner massieren. Du kriegst jetzt eine Doppelhandmassage. Oh, wenn Sie 2 God davon haben, können Sie sogar die Doppelhandmassage, die Carsten Ruhland Doppelhandmassage machen. Jetzt pass auf, und die ist legendär. Achtung. Die ist legendär. Achten Sie auf die Gänsehaut. Uiuiui. Das ist aber wirklich angenehm. Ja, das sind diese 3 also Köpfe, auf jeden Fall die man 2 Stück brauchen Sie für 2 Hände. So. Das also ist überhaupt nicht anstrengend, ich würde den gleichen oder Effekt, dass ich mit einer Hand hinbekomme, ist klar. Ne? Aber mit 2 ist schon cooler.
geht gleichmäßiger. Achtung, pass auf, jetzt kommt die Gänsehaut. Jetzt. Ich sehe es. Du kriegst Gänsehaut. Das war Schulter hoch, Freunde. Ja? Okay. So, warte, einen Augenblick. Diana, du musst dich entspannen. So. Ja. Ganz relaxen. Oder macht dich das nervös? Ist effektiv auch durch Stoff hindurch. Diese drei Kugeln kann man natürlich mit der Hand so fest reindrücken oder so locker reindrücken, wie man will. Und damit kann man sich dann verwöhnen lassen oder auch selber verwöhnen. Der Carsten S. aus Hamburg schreibt, ich habe nächtliche Wadenkrämpfe, dagegen hilft das Massagegerät bestens und löst den Krampf in wenigen Minuten auf. Und die Sabine aus Weinsberg schreibt, das Gerät ist handlich, da nicht so groß, geht mit einfachem Knopfdruck. Ideal für Verspannung, kann ich nur wärmstens empfehlen. Also ich kann es auch nur empfehlen. Ich saß auch schon da, wo Diana jetzt sitzt und habe Carsten mich massieren lassen. Der kann das ganz gut, aber das ist halt so. Ich liebe Kopfmassage. Echt auf dem Kopf? Mhm. Nicht so fest, so. Oh mein Gott. So, warte mal. So. Das geht echt? Es ist ein echter Topseller bei uns, wenn wir guck ihn mal in der 5 Euro haben. Guck mal, jetzt habe ich. Das habe ich damit noch nie gemacht. Cool. Aber wirklich schön. Also richtig angenehm. 5 Euro für Massagegeld. Und aber richtig stabil. Das ist richtig stabil, liegt super in der Hand. Super. Und kann danke richtig dir, schön ja, sehr gerne. Massieren mit. Ihre Wellness-Oase für zu Hause hat die Bestellnummer NX9299 und die 569. Und auch die dürfen Sie bis zu 5-mal bestellen. Also 2 braucht man mindestens. Oder? Ja, also definitiv. Damit man die Carsten Ruhland Doppelmassage machen kann. Ja, die ist legendär. Die ist legendär, ja, ich habe es gesehen. Ja. Sehr beeindruckend, Carsten. Aber vielleicht auch sich selber mal den Nacken, gerade so nach der Arbeit, wenn man den ganzen Tag am Schreibtisch gesessen hat, oder nach dem Sport mal die Waden, oder wenn man Krämpfe hat abends, das ist natürlich auch der eine Zuschauerbeitrag, den wir da hatten. Aber nachts um 3 ein Wadenkrampf. Das ist das Schlimmste überhaupt. Ne? Oh. Da kann man natürlich sich wirklich mal schnell selber helfen mit diesem. Ja. Das liegt auch so toll in der Hand. Ne? Ja. Ich habe für so einen Fall habe ich immer Magnesium neben dem Bett liegen. Ja? So ein kleines Tütchen, so ein Sofortzeug. Das schmierst du dir dann aufs Bein? Nee, das nicht. Das streue ich neben das Bett, ist Aberglaube. Das wirfst du auf deinen Partner. Ja, genau. Massier mich. Dich. Massier so. Mich jetzt. Dich. Los, massieren. Das ist auch schwer. Immer gut. Ja, weißt du, wie viel diesen Termin bei Massagesalon kostet? 60 Euro. Ja. Für eine Stunde ganz Körper. Was machen die so? Das ist ja nicht mal eine Stunde, das sind dreiviertel so. Stunde. Oh. Das ist gar kein Mal. Das ist doch Massage. Massage, ja. Aber wirklich hier, das ist viel mehr angenehm. Massage lang. So, was ist das denn jetzt hier? Ein X-Case Kreditkartenbox, also ein Nee, um genau zu sein, ist der Femininum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 für bis Karten. Zu 6 Karten, für bis zu 6 Chipkarten. Wow, und das ist ein sogenanntes RFID-Kartenetui. Ah. Sehr flach, in der Farbgebung Silber. Und das schützt alle Karten, die einen Chip drauf haben. Das ist eine EC-Karte, eine Kreditkarte beispielsweise. Versichertenkarte. Also Versichertenkarte. Also überall dort, wo man eben so einen kleinen goldenen Chip drauf hat. Denn das ist mittlerweile unglaublich einfach. Da gibt es, glaube ich, sogar kostenlose Apps für, wie man da ganz einfach mal vom Handy aus solche Chips auslesen kann. Wir kennen das alle. Mittlerweile gehen wir mit der EC-Karte zum Supermarkt. Wups, legst du das auf das Ding zum Bezahlen und fertig ist. Ja, also musst du nicht mehr einen PIN eingeben. Nee, musst ne? du nicht, also bis zu einer gewissen Summe brauchst du nicht mehr einen PIN einzugeben. Genau. Bis zu 50. Auch ohne. So, und wenn da jetzt mal einer vorbeigeht und bucht dir mal eben so 49,99 ab, ja, das kriegst du 3 Wochen später erst mit, wenn überhaupt. Wenn es überhaupt auffällt. Wenn du das nächste Mal zu Hause schon bist. Ja. Ja. Für einen Urlaub ideal, da wird das natürlich richtig geschützt. Aber Carsten, du weißt auch, wir tragen unsere Portemonnaies immer in der Gesäßtasche. Ja. Das ist nicht gut für die Karten, die verbiegen nämlich. Also ich muss nach 1-2 Jahren muss ich meine Karten immer. Die sind immer verbogen. Sind immer verbogen. Das ist ein richtig stabiles Alu-Gehäuse hier. Hoppala. Knickfest und noch diesen RFID-Schutz. Also allein als Kartenetui ist das schon der Hammer. Ja. Sehr, sehr elegant, sehr, sehr schick. Ich mag das ja auch, wenn Leute immer so Boxen haben, so Visitenkartenboxen oder hier eben für diese Kreditkarten. Schauen Sie mal, ganz einfach aufzufalten und hier können Sie dann Ihre Kreditkarten oder Versicherungskarten oder was auch immer reintun und dann ist das geschützt und vor allem auch bruch- und knicksicher. Ja. Klasse. So, top. Das Etui ist sehr stabil, hat auch die Annalena festgestellt. Die kommt aus Aschau und sicher geschlossen. Beim Öffnen fallen die Karten nicht raus und sind dennoch leicht zu entnehmen. Die Karten sind darin sehr gut aufgehoben.
und sie haben in jeder Hosentasche Platz. Kann ich nur empfehlen. Ja. Der Norbert ergänzt noch, die Karten sind schnell zur Hand, kein lästiges Suchen mehr. Und so weiß man das eben auch in Neuhausen zu schätzen. Also bis zu 6 Karten, es können natürlich auch weniger sein, das ist klar. Ich möchte wetten, es passen noch mehr rein. Wahrscheinlich passen ein paar mehr rein, aber dick, von der Dicke her würde ich sagen, passen noch mal 3-4 Stück mehr rein. Ne? Glaube ich auch. So. Immer 2 pro. Hat doch mal eben schnell hier oben in der Hemdstasche und dann ist auch alles geschützt. Bleibt da, wo es hingehört. So. Eine silberne Box. Das darfst du wieder auspacken. Dankeschön. So. Eine Tischlampe. Tischlampe? Das ist sowas. Mit Bewegungssensor. Warm, weiß und eckig. Zeig mal. Tischlampe mit Bewegungssensor. Die sind das. Das habe ich mir auch schon immer gewünscht. Für 5 Euro? Der hat aber eine sehr, sehr schöne. Das sind diese etwas eckigen. Wir haben ja da 2 verschiedene Varianten von. Wir haben ja auch diese leicht konisch. Zu, die laufen ja auch konisch zu, aber die etwas runder. Aber die finde ich schöner. Die ist noch ein Tick moderner. Behaupte ich. Ja, Gottes also Willen, die laufen nicht mit Batterien, nicht mit Strom, sondern mit Akku. Den lädt man per USB und dann hat man hier eben diese Lampe, die man überall hinstellen kann. Mhm. Einfach mal so aufs Regal im Esszimmer oder neben den Fernseher oder auf dem Nachttisch, egal wohin. Mhm. Ein sehr elegantes Licht, dieses Warmweiß, was eben nicht blendet. Und dann noch mit diesem rosé-goldenen Sockel, sieht richtig super aus. Die kann man aber auch einstellen mit auf Bewegungsmelder. Dann kann man die als Nachtlicht benutzen, einfach mal im Flur stellen, ins Bett stellen. Oder im Badezimmer, Jungs. Im Badezimmer? Das ist sehr, sehr gut, weil haben wir hier Bewegungssensor, richtig? Ja. Das bedeutet zum Beispiel, wenn du gehst zum Toiletten nachts, das musst du nicht diesen großen Licht anmachen. Du kannst einfach, diese Lampe reagiert und dann du kannst ein bisschen rucki-zucki deine Sachen machen und dann gehst du sofort schlafen. Ne? Also wenn gute ich das, Idee, oder wenn nicht? Ich habe eine super Idee. Tolle Idee. War das Sarkasmus? Wenn ich die abends neben dem Sofa stelle und auf Bewegungsmelder einstelle, geht die nie an. außer wenn du dann, du hast das auch, ne? Du kommst abends von der Arbeit nach Hause, setzt dich vor den Fernseher und schläfst ein und irgendwann musst du dann nach oben. Ja. Dann ist meistens... Ich muss nach links, nicht nach oben. Du musst nach oben. Ich muss nach oben. Mein Schlafzimmer ist eine Etage höher. Ja. Das ist immer doof. Treppe steigen in dem Zustand. Oh. Ja, da ist so eine Lampe bei natürlich. Treppe, ja, bei der Treppe. Das ist keine Treppe. Meine Treppen sind etwas steil. Ja. Ich wohne hier in so einem alten Fachwerkhaus. Da ist halt so eine schmale, steile Treppe. Also ich habe mich dran gewöhnt, aber mein Besuch schimpft immer drüber. Und immer ich muss find, Licht ich find, ich finde, rauf geht ja noch. Das ist ja wie, da fühlt sich ja wie Reinhold Messner, wenn du da oben ankommst. Ja, fühlt sich wie aber Reinhold Messner. aber runter. Runter auf Socken ist ein echtes Abenteuer. Ich gehe mal quer. Dann fühlt sich eher wie Louis Trenker. Ja, so ein bisschen. Ja. Also auf jeden Fall eine sehr schöne Tischlampe, ne? Und das ist diese Rosegold, die Farbe, ja, ne? Ja, ja, Rosegold. Sehr cool, Rosegold, ne? Ja. Und die Form ist sehr toll, Preis ist super. Also ich sehe keinen Grund, das nicht kaufen, ne? Nee. Ja, vor allem, du kannst ja bis zu 5-mal zugreifen. Das heißt, du kannst ja also gerade bei so einer etwas größeren Treppe oder sowas, bei so einem Treppen und von beiden Seiten, guck mal. Das ist kein Preisalarm, oder? Nee, das ist kein Preisalarm. 5-mal kannst du es bestellen. Die Bestellnummer ist die ZX6039 und die 569. Das war sie schon wieder. Unsere 5-Euro-Überraschungsshow. Jeden Tag um 17 Uhr haben wir diese Sendung, eine halbe Stunde lang. Sie können übrigens unter pearl.tv nochmal nachschauen, die ganzen Artikel, die wir hatten, wenn es nicht so ganz hingeklappt hat mit dem Aufschreiben der Bestellnummern. Super Produkt, das war mein Lieblingsprodukt, das letzte. Mein Massagegerät. Und bleiben Sie dran. Viel Spaß.